Das Snowboardfahren war sicherlich die schönste Zeit in meinem Leben. Mit allen, mit denen ich zusammen war, die ich heute noch kenne und alles, was drumherum war, war eine richtig, richtig schöne Zeit. Ich hatte einen guten Freund, einen Skilehrer in Zermatt. Auf einmal steht er auf dem Snowboard da. Dann hat er mir gesagt, das musst du mal versuchen. Dann habe ich mir ein Snowboard geholt, Crazy Banana hieß das gute Stück. Und da war ein unheimlich schöner Tag, mal, ein wunderschöner Tag. Und alle Skilehrer saßen draußen und ich habe mir das Ding geholt und fahre da los und bin noch keine 20 Meter weg und habe mich so fürchterlich überschlagen. Und das Gelächter, das habe ich bis heute in den Ohren. Aber nach einem halben Monat hat keiner mehr gelacht. Es ist eine tolle Sache, wenn man etwas macht, was doch irgendwann, wenn man nicht mehr da ist, trotzdem irgendwo noch steht und dann sagen sie, oh, das hat der Rolf mal gemacht. Im Endeffekt ist ja, wenn ich es mal so sage, richtig beständig eigentlich nichts. Und der Werkstoff, den ich habe, ist auch natürlich auch nicht beständig, wenn man so will. Es gibt eine Sache. Ich möchte einmal noch nach Tahiti und würde mir gerne einen Ring auf den Oberarm tätowieren lassen mit einem Holz. Also nicht so wie das mit der Nadel, sondern einmal so. Ich war schon in manchen Ecken, aber da möchte ich einmal hin. Und ich weiß, wenn ich dann das geschafft habe, dann will ich für mich nachher sagen können, wenn ich da hingucke, ach ja, das hast du ja doch noch geschafft. Was Schöneres wie hier oben kenne ich nicht. Ich war überall auf der Welt. Ich bin kurzfristig überall auf der Welt gewesen, wirklich überall. Das darf ich sagen. Es gibt kaum Ecken, die schöner sind wie für mich nicht. Vielleicht für andere Leute, aber nicht für mich. Ich könnte es mir nicht vorstellen, woanders zu leben.